Hallihallo, ich weiß, dass ihr alle sehr aufgeregt seid, denn ich stehe jetzt vor dem Fliesenrätsel. Und ich habe natürlich keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Außer das Ding vielleicht in die Mitte zu setzen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Also das sollte unsere Ausgangsfliese sein, weil dafür bräuchten wir wirklich eine Fliese, die daran passt. Was? Achso, ich habe sie darauf gepackt. Welche Fliese könnte denn da hinpassen? Also, ich sehe schon mal, dass diese Fliese auf jeden Fall an dieser anliegen muss. Das kann nicht anders sein. Aber diese wiederum nicht da dran sein. Das ist gar nicht mal so einfach, meine lieben Freunde. Ich bin unsicher. Also das könnte da mal passen. Ja, das passt auch darum. Das ist doch offensichtlich, mein lieber Herr. Ja, ich will's drehen. Dann müsste das passt nicht. Ja. Und ich gehe davon aus, dass nichts am Rand liegen darf. Aber das ergibt nicht so richtig Sinn. Wenn ich den da hätte, dann passt der trotzdem nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das war auch nur so eine kleine Idee. Ich wollte nur was wissen. Der würde hier sogar sehr gut hinpassen. Aber guck mal, das passt da gar nicht richtig. So richtig passt das gar nicht. Nein. Ich drehe ich mal so lang. So. Nein. Du bist hier falsch. Nein, lass den Kram. Du warst wunderbar. So. Jetzt drehe ich dich anders, so. Auch nicht. Hä? Wo willst du denn passen? Du passt da nirgendwo. Mit dem passt du auf keinen Fall. Ja, so richtig passt du ja auch nicht. So. Ich gucke jetzt mal mit der hier. Der passt. Schön. Okay, der passt auch. Das ist doch großartig. Wieso willst du jetzt raus hier? Bist du dumm? Ey, ich trete dir in dein hässliches Genick, mein Freund. Wenn du doch mal so eine Scheiße machst. Das ist nicht schön, aber es muss wohl irgendwie so. Das Ding muss am äußeren Rand liegen. Denn sonst passt es nicht. Ja. Los. Och, ey, jetzt trete ich dir doch in den Sack, mein Freund. Besser hier? Nein. Das muss von diesem Teil sein. Und dann das Ding hier. Das mit dem doppelten Ding da, das passt einfach nirgendwo hin. Als Mensch
etwas verwirrt. Was sollte dann daran? Ich nehme einen Hinweis entgegen. Die Kacheln ergeben ein Bild, wenn du sie richtig anbringst und in die richtige Richtung. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das Ding ist nur, was für ein Bild. Ich habe nirgends so ein Bild gesehen, was mir irgendwie als Vorlage dienen könnte. Och, jetzt hör auf. Geh da rein und hör auf, da rauszulaufen. Das geht mir auf den Zeiger. Das muss doch nicht sein, ey. Das ist doch nicht notwendig. Ach, lass doch diesen Lachs jetzt mal sein. So. Es passt nicht. Scheiß richten, der im Hintergrund ist. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit, und wir sind schon 7 Minuten dabei, habe ich mich danach gerichtet, was diese harten Teile da zeigen. Aber ich könnte ja auch mal gucken, wie gut die... Guck einer an. Das passt. Wenn keiner passt, dann ist das ein Eckstück, ein Seitenstück. Natürlich kann ich mich auch noch zusätzlich an einen anderen Scheiß orientieren. Wenn dann müsste entweder so rum passt das Ding, aber nicht von der Landkarte her. Ich probiere ein bisschen rum und ich mache jetzt auf jeden Fall eine Pause, weil das ist geht zu lang. Okay, Leute. Es scheint wohl so, als hätte ich das Ergebnis jetzt gefunden. Ich hoffe es zumindest. Ach, es ist richtig. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da an dem Scheiß gesessen habe. Willkommen, Reisende. Hallo, na? Die heilige Kammer, die vor dir liegt, enthält eine uralte Phenokristallsäule. Viele Jahrhunderte lang haben Reisende den Planeten Strata mit Hilfe dieser Säulen bereist. Die Phenokristalle, die die Welten innerhalb der Welten miteinander verbinden, sind in der Lage, viel mehr als nur Licht zu übertragen. Durch die Benutzung des Eresti-Pulvers, das von Tor 1 in der ersten Einheitsperiode entdeckt wurde, steht den Menschen jetzt sekundenschneller Transport zur Verfügung. Trete ein und genieße die neuesten Phenokristallreisen. Ja, okay, ich will jetzt einfach nur weiter. Da
Gola, Kapitel 3. Wunderbar. Dritte Schicht. Ja, aber... Hast du etwas zu sagen, bevor ich das Urteil verkünde? Das Kind? Ist es in Sicherheit? Weit weg, wo ihm nichts passieren kann. Obwohl wir vermuten, dass du mit dem Mord an unserem geliebten königlichen Paar etwas zu tun hast, konnten wir nicht genug Beweise finden, um dich zu verurteilen. Aber da du offensichtlich den Kronprinzen entführt hast, wirst du hiermit dazu verurteilt, den Rest deines Lebens in der Unterwelt zu verbringen. Ich ordne hiermit an, einen Bannkragen für dich anzufertigen und ihn dir um den Hals zu legen und ihn niemals wieder zu entfernen. Und solltest du jemals versuchen, in die Oberwelt zurückzukehren, wird der Kragen immer enger werden und dir die Luft abschnüren. Falls nötig, bis du stirbst. No, das fand sie wahrscheinlich nicht so lustig. Aber wie ich sehe, sind wir jetzt wohlbehalten im nächsten Bereich angekommen. Und auch wenn ich denke, dass das etwas vorzeitig sein wird, Wo bin ich denn hier hingeraten? Denke ich, reicht diese Folge. Aber es ist wunderschön hier. Ja. Mag ja sein. Reicht das? Reicht das für diese Folge? Und dann gucken wir uns das nächste Mal Kapitel 3 an. Bis dann!